Willkommen zurück. Wir sind natürlich bei SeeInfected. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen uns heute erstmal, weil wir jetzt genug Strom haben, zumindest wenn die Sonne scheint, gerade nicht, das Ding hier fertig kriegen. Dafür brauchen wir erstmal 12 Elektrikteile, aber das sollten wir nicht hinkriegen. Hier nehmen wir erstmal, warte mal, 3 packen wir mal wieder rein. Ne, einen packen wir rein. Einen packen wir rein. So, wir brauchen genau 32 Stück. Denn was war das noch? Wir müssen erstmal Plastik machen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir die Rezepte nicht merken. Immer mal gucken. So, Gegenstände, Bündelgegenstände. Erstmal kurz googeln. Plastik. Genau, Rindenmulch. Wir brauchen 50 Stück. Dann nehmen wir doch von einmal die Hälfte. Danke. Jo. 1, 2 brauchen wir nochmal extra. Der kommt auch erstmal rauf. Sehr schön. Den müssen wir auch in die Chemiebank. Das war bestimmt Mike, ne? Jo, das war Mike. Und die Besucher sind auch da. Okay, wir machen sofort weiter. Zeigt euch. Ich weiß doch eh, dass ihr hier so... Oh, ihr seid immer hier. Ey. Klappstuhl. Klappstuhl. Sag mal, bist du... So jetzt ins Haus gejumpt oder was? Immer diese Jumping-Vampis hier, du. Mike macht das schon, der hat genug. Siehst du, da ist er schon dabei. Mike macht das schon, hier wollten wir hin. So, wir brauchen erstmal 25 Stück hier von. Einen kannst du da runternehmen, den kannst du darauf packen. Wir packen wir erstmal die drin. Ich habe gesagt, hier die drin. Genau. Darf man auch mal 2 runternehmen? Eigentlich müssten wir die Hälfte hier runternehmen. Okay, warte. So, die 2 kommen wieder hier hin. Der kommt da rein. Das sollten wir jetzt schon mal genau. Die ersten 5 Plastik. Das Ganze machen wir jetzt nochmal. So, und die 15 nochmal. Dann machen wir gleich noch 2 einzelne. Wenn es überhaupt geht. Ich glaube nicht, ne? Ne. Jetzt muss man kurz gucken. Was braucht man denn für einzelne? Gegenstände, das war was Sonstiges, ne? Oder? Ne, Rohstoffe? Nein, nicht bei Rohstoffe, denn war das doch was Sonstiges. Plastik, Plastik, Plastik. Hier ist aber auch kein Plastik. Also doch bei Rohstoffe. Willst du mich jetzt veralbern? Krokodil da. Ach, 3 Ölkannen und 5 Rindenmulch. Echt 3? Okay, uns filmen mich noch genau 2 Stück. Die wir brauchen. 2 Rindenmulch waren das und 3 Ölkannen, ne? Pro Plastik. Oha. Haben wir noch genug? Das sollte zumindest bei Regen jetzt reichen, ne? Ja, ja, wir haben noch 24 Strom über. Wieso fahren die denn so runter? Wird's Nacht? Ich glaube ja. Der Speicher sollte reichen. Über Nacht, hoffe ich. Einen. Okay. Einen kriegen wir noch hin. Wir uns fehlen. Ich glaube, einen haben wir noch um 2 Ölkannen. Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Die 2. Und der, ne? Nicht? Sag mal, bin ich jetzt 3-3? Lass mich raten. 3-3? Ah, früh am Morgen. Früh am Morgen. 3-5. Okay, 3-5. 3-5. Davon 3, davon 5. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir schon hin. Mal einen hätten wir nämlich noch. Aber der bringt uns jetzt auch nichts. Wir bräuchten noch 2. Aber wir bräuchten hier wohl noch 1, 2, 3. Damit zumindest 11 Plastik. Können wir schon mal 11 Elektronikteile machen. Hoffe ich. Den rüber. Die 2 Dinger, die noch fehlen, die kriegen wir ruckzuck. Das Ding arbeitet ja weiter. So, den gucken wir jetzt einmal kurz nach. Das war was Sonstiges, genau. Plastik, Kobalt, Kupfer. Wir bräuchten jetzt erstmal, weil wir 11 Stück haben, 11 Kobalt. Ja, okay. Eins nach dem anderen. Wird nicht so einfach wie gedacht. Das ist doof. Hauen wir erstmal rin, würde ich sagen. Den auch erstmal rin. Es hat zumindest aufgehört zu rechnen. Wir legen uns einmal kurz schlafen. Ich meine, unser Speicher sollte reichen, aber... Ah, jetzt ist der Strom auf ein bisschen mehr geworden, aber die schaufeln ja trotzdem langsam wieder runter. Speicher ist auf jeden Fall voll. Das ist ein Träumchen. Legen uns trotzdem einmal kurz schlafen. Woje, ja, ist schon 9 Uhr. Komm, leg dich hin. Schlaf einmal bis 6:05 Uhr durch.
Dann hoffen wir mal, dass wir genug Öl kriegen. Und mit dem Kobalt muss ich gleich mal googeln. Ich glaube, so viel hat er da nicht abgebaut, weil da steht immer noch ein Ding. Vielleicht bauen wir da jetzt auch erstmal zwei neue auf. Wäre auch eine Idee, ne? Auf jeden Fall kannst du erstmal ein Schlückchen trinken. Ist alle? So, dann kannst du noch einmal kurz so einen Salat reinzwiebeln. Kannst auch noch einen zweiten reinzwiebeln. Die machen wir gleich neu. Einmal kurz hier Fleisch abgrabbeln. Ich sehe überhaupt nichts. So. Was ist noch roh? 1, 2. Das sollte reichen. Ihn erreicht sogar. Okay, den behalten wir den erstmal. Den packen wir erstmal hier rüber. Wir machen uns schnell zwei neue. Auch wenn wir hier genug haben. Aber der sollte ja genug hier drin haben. So, 1, 2, 2, 1. Da fehlt noch ein bisschen. Wie viel haben wir denn jetzt? Okay, wir brauchen davon noch einen zweiten und wir brauchen noch eine Kartoffel. Haben wir hier. Sehr schön. Können wir das nämlich, glaube ich, neu machen? So, hau rauf, hau rauf, hau rauf. Nimm das Döschen mit, mein Freund. Danke. So, noch einmal. Zack, zack und zack. Sehr schön. Da wird das Thema erledigt. Hier, das füllen wir gleich mal wieder auf. Sehr schön. So wie es aussieht, hat der Strom gereicht. Das Ding ist ja noch aktiv. Meine ich auch, sollte auch reichen. Mittlerweile. Zumindest bei Sonne. Jojo, Speicher hat gereicht. Gerade ebenso, aber hat gereicht. Füllt sich ja gleich wieder auf. Gut, jetzt verbraucht er keinen Speicher mehr. Geht ja auch gleich höher, siehst du. Das haben wir im Griff. Das können wir inzwischen ausmachen. Ja, wir brauchen mehr Kobalt. Das nützt alles nichts. Wir werden da jetzt auch welche aufbauen. Was brauchen wir denn für die Dinger? Nochmal. Da müssen wir jetzt mal gucken. Sonstiges. Minenextraktor. 18 mal Eisenbarren. Das müssen wir erstmal machen. Den haben wir ja noch hier. Die sind leer, ne? Dann hauen wir erstmal. Haben wir überhaupt genug Eisen? Ich denke mal schon, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das wäre der erste. Obwohl Kobalt brauchen wir nicht so viel, ne? Ich glaube, da reicht ein zweiter. Ich glaube, da brauchen wir keine drei. Zwei sollen reichen. Ja, wir bauen einen hin. Einer sollte reichen. Dann werden wir auch gleich Aluminium nochmal abklappern, auch wenn da nicht allzu viel sein dürfte. Aber wir waren ja erst da. Aber gut. Schaden kann es auch nicht. Den brauchen wir definitiv nochmal. 8 Bretter und 8 Nägel. Das kriegen wir alles hin. Der hat noch genug, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. Die können auch erstmal hier rin. Ne, hier nicht, aber hier. Und 8 Nägel wollen das, ne? 8 Nägel. In der Zwischenzeit kann er denn hier, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wollte ich sorgen, den Rest an Ölkan da mal aufbereiten. Oh, die können wir hier mit drin schmeißen. Dann passt das, dann fahren wir doch einmal hin, würde ich sagen. Essen, Trinken haben wir. Wie gesagt, den gehen wir noch einmal Aluminium abchecken. Ich würde sagen, wir gehen erst hier hin, weil sonst sind unsere Kisten voll. Und dann gehen wir da aber auch nochmal gucken. Schaden kann es nicht. Ich will nochmal was gucken wegen Steinkiste. Wieso lüftet das Ding überhaupt noch? Macht er erstmal aus hier. Da kümmern wir uns später drum. Steinkiste ist nicht. Ist alles voll, ne? Ja, gut, so viel dürfte da nicht sein. Das müsste auch so passen. Hoffe ich. Ich denke mal, die Steine werden wir nachher los, sobald wir da wirklich. Wir müssen in diese Richtung, ne? Glaube ich. Das Ding da oben fertig haben, weil der verbrät ja ordentlich Steine. Der macht sie ja zu Sand, Eisenbrocken und so ein Kram. Wir werden es sehen. Jojo, wir gehen erstmal zum Kobalt rüber. Kobalt werden wir angekommen. Den Licht an. Rin. Wir stellen hier jetzt einen zweiten auf. Da können wir auch gleich nochmal ein bisschen nach Blei gucken. Schaden kann es nicht. Ja,
Hey, guck mal, der hat mich gerade mal zwei. Hier muss auf jeden Fall ein zwei dahin. Aber jetzt erstmal die. Genau. Scorpion in der Nähe, der uns angreift. Ich sehe ihn. Das ist schon mal schön. Denn wenn wir hier jetzt erste Mal platzierbar, sonstiges, nochmal so einen schönen Extraktor hinbauen. So. Zack. Hau rein. Und jetzt nur nochmal die Bretter. Die wollen hier. Wunderbar. Weil kommt mit den zwei Kobold kommen wir da jetzt auch nicht weit. Absolut nicht. Aber wie gesagt, wir waren ja auch erst hier. Das lohnt sich ja noch gar nicht. Aber jetzt können zumindest, den sollten wir vielleicht mal anmachen. So. Der lüft ja auch. Zwei hier arbeiten. Das hat zumindest etwas. So, ein Blei werden wir noch in Massen brauchen. Deswegen werde ich hier nochmal gucken. Vorausgesetzt, ich habe die Spitzhacke mit. Jo, haben wir. Sehr schön. Wir werden auch gleich nochmal mal Aluminium gucken. Ein bisschen wird er wohl haben, hoffe ich. Nicht allzu viel, aber wir haben immerhin drei Stück da stehen. Au, ich hasse sie. Ich hasse sie. Mach einen Abflug, Mensch. Gut, den nehmen wir dich hier nochmal mit. Eisen, Blei, Blei, den nehmen wir nochmal mit. Kohle nehmen wir jetzt nicht mit. Kohle haben wir mehr als genug. Ah, wie gesagt, ich könnte hier die ganze Höhle jetzt noch absuchen. Lohnt sich aber nicht wirklich. So, du hattest eben noch, was kam raus? Ach, guck mal, den nehmen wir auch nochmal mit. Sehr schön, das hauen wir hier jetzt drin. Ah, warte mal, wir haben es in dem drin, ne? Ja. Den werden wir jetzt nochmal rüber zum Aluminium. Dürfte auch nicht viel drin sein, aber das, was drin ist, haben wir. So, macht Licht wieder aus. Welche Richtung müssen wir eigentlich nur hier hoch? Ne, die Richtung da, ja. Also die Straße hier lang. Hier ist doch das Aluminium. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass hier viel drin ist, weil wir waren hier ja erst. Aber gut, Schaden gucken auch nicht. Dann können wir ja nochmal nach Blei gucken. Alles gut und schön. Stell ab das Teil. Wir können auch einmal kurz ein Schlückchen trinken. Das muss aus sein. Wunderbar. Den gucken wir hier nochmal kurz drin. Ah, immerhin ein bisschen. Immerhin. Also das ist, das würde zumindest schon mal für eine weitere Windmühle wieder reichen. So, dann hau rein. Gut, Steine haben wir jetzt nicht wirklich im Mangel. Aber ich glaube, die werden wir später, wenn wir das Ding fertig haben, doch ganz gut verarbeitet kriegen. Das Problem ist, wir kriegen ihn so schnell nicht fertig, weil wir halt jetzt nicht so schnell ans Kobalt kommen. Aber gut. Dann schnappen wir uns nochmal den. Dann gucken wir, ob hier nochmal ein paar Bleisteinchen sind. Wenn wahrscheinlich wieder gebiekst. Wie kennt's ja. Wieso sind die Skorpione eigentlich nur in Höhlen? Ich meine, die laufen in der Natur ja auch draußen rum. Na gut, da ist einer, hier ist auch einer. Ich will jetzt nicht Kilometer weit reinlaufen. Geht schon. Blei brauchen wir jetzt auch nicht so dringend, aber ein bisschen brauchen wir schon. Wenn man die Dinger bloß mal vorher sehen würde, ne? So, die nochmal mit. Aber wie gesagt, Blei fahren wir hauptsächlich in unserer Kupferhöhle. Da haben wir mehr von. Da ist einer. Ich sehe dich doch. Sehr schön. So, manchmal kriegen wir auch hier vorne welche rum, auch wenn es selten ist. Es kommt mal vor. Wir haben nichts Neues abgebaut. Aber die haben gleich alle nochmal. Ja, ja, die paar Sekunden warte ich noch ab. Au. Ich sag doch, manchmal kriechen sie auch hier vorne rum. Gut, wir haben auf jeden Fall Verbandszeug, Stopboy. Wir brauchen einmal den da. Ne? Den. Zack. Und natürlich den da auch. Das ist sehr schön.
Nee, nee, nee. Aber gut, kann man zum Trocknen aufhängen. Stein. Einmal noch Aluminium. Und hier? Stein. Okay, hauren, hauren. Gut, 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 gut. Kupfer haben wir noch so viel zu Hause zum Einschmelzen. Unserer Kupfermine werde ich jetzt nicht gucken. Wir wissen schlicht und einfach nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Wir marschieren jetzt auf dem direkten Wege nach Hause. Schmelzen ein bisschen Aluminium ein und so weiter und so fort. Blei brauchen wir aber auch noch. Wir brauchen später auch noch Stahl. Wir brauchen eigentlich noch alles. Aber es ging jetzt in erster Linie erstmal darum, die Kobaltproduktion ein bisschen hochzustufen, was wir ja jetzt haben. Okay, wir haben wieder einen Bären hinter uns. Das ist nicht gut. Die sind ja schlimm, die Bären, im Moment. Vor allem treffen die einen komischerweise, obwohl man im Bewegen bleibt. Gut, aber den sollten wir noch mitkriegen. Den sollten wir definitiv mitkriegen. Wo sind wir eigentlich? Eigentlich kurz vor, immer kurz vor zu Hause, als wenn die unsere Base belagern oder so. Immer kurz vor uns zu Hause. Das ist ja schlimm. So, da liegt der Gute. Da wir aber keine Steinkiste drauf haben, sollten wir ihn mitkriegen. Oder? Ja. Ja, sehr schön. Gut, dann haben wir schon zwei Bären. Wir sollten vielleicht mal schlachten demnächst. Ich würde ja gehen die Leibe horben, aber... Ja, uns fehlt heute immer noch dieses komische Eintopfgedöns da. Ich muss nochmal gucken, was sie da genau für braucht. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Gut, wir haben es ja eh fast geschafft. Das muss hier vorne irgendwo sein. Du hast einen Hirsch. Aber echt, die belagern uns, die Bären. Die belagern uns. Aber zu Hause muss hier doch irgendwo sein. Man, laut Karte ist er wahrscheinlich schon vorbeigerannt. Warte mal in die Richtung, ne? Ja. Hier wohl eher. Ich renne ja glatt vorbei. Tut er einen Hut? Ja, hier ist es. Hier ist es doch. Geht doch. So. Reichlich oft die Bären in letzter Zeit. So, nehmen wir mit. So, gleich hier drin. So, den schnappt ihr euch mal kurz, mein Freund. Ja, Bläu, komm später. Erstmal das Aluminium. Wir haben jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eine kriegen wir auf immerhin voll. Und das wären auch nochmal 7. Sehr schön. Dann haben wir hier halt nochmal 8, 9, 10, die 3 Kobalt mit rein. So, noch Kohle drin hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zünd an. Den Rest hauen wir denn hier rein. Ich hoffe, die ist leer, weil die ganze Zeit lief. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Die ich auch einmal anzünden. So, den will ich einmal kurz noch ins Drum gucken. Dürfte eigentlich alles ohne Probleme gehen, aber... Och, perfekt. Speicher schon wieder voll hier, Mensch. Und den gucke ich jetzt noch einmal kurz wegen den Rationen, was wir da genau brauchten. Essen. Erstmal, das sind ja die Rationen. Wir brauchten nämlich auf jeden Fall eine Eintopfmischung. Das wollte ich wissen. Die gute Eintopfmischung, das war die der. Rohes Fleisch, rohe Leber, Kartoffeln. Wir sollten nämlich zweimal Leber bekommen, wenn wir heute schlachten. Kartoffeln, Zwiebel haben wir auch. Und wir brauchen halt dafür auch zwei Eier, ne? Und wir haben... Oh ja, also insgesamt bräuchten wir 4. Und ich glaube, wir haben nur 2. Ja, gut. Bringt eigentlich erstmal nur 1 zu schlachten. Wir kriegen ja so selten Hühner. Ja gut, aber wir haben Platz. Ne, wir haben keinen Platz. Wir hängen erstmal die Dinger auf. Dann schlachten wir uns mal ein Bärchen. So, hänge ran. Den hängst du ran. Sehr schön. Den auch nochmal. Jetzt fängst du an zu rechnen. Den kannst du erstmal ausmachen. Den nimmst du mal kurz mit. Geh mal hier rein. Danke.
Berg rauf. Wir müssen uns kurz die Axt holen. Axt, Ochs-Axt. So, dann pack mal kurz die Spitzhacke weg, mein Freund, und nimm die Axt mit. Wir nehmen den mal auseinander. Sehr schön. So, das sollte... Genau, Fleisch jede Menge und eine Leber. Mir geht es in erster Linie um die Leber. Kann man die Hände nicht auch am Waschbecken waschen? Doch! Sehr schön. Sehr schön. Doch, geh. Sehr schön. So, den müssen wir jetzt einmal... Ich muss nochmal nachgucken. Wir brauchen ja erstmal die Eintopfmischung. Gegenstände hier. Ne, Gegenstände war schon richtig. Essen, trinken. Dafür brauchen wir rohes Fleisch, haben wir. Rohes Leber haben wir. Eine Kartoffel, eine Zwiebel. Was kriegen wir hin? Hier. Eine Kartoffel und eine Zwiebel. Dann machen wir das mal eben. Weil die Rationen halten ja unbegrenzt, soweit ich weiß. Dann können wir die nach und nach auf Vorrat machen. Eine Leber. Ach, immer dieses... Auf Englisch gestelle. So, eine Leber, ein Fleisch, eine Kartoffel, eine Zwiebel waren das. Na, ja. Sehr schön. Und für die Ration Silber brauchen wir denn nochmal. Die Eintopfmischung haben wir. Eine Melone, dreimal Pilz, zweimal Ei. Bei den Pilzen bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Hat denn Pilze? Ja, aber ob wir die jetzt noch haben? Ich glaube mich nicht mehr. Die waren, glaube ich, hier drin. Doch, 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 doch. Geh fair. Ich habe gesagt, geh fair, mein Freund. Dreimal Pilz. Zweimal Ei. Bevor uns die Eier ja hier ablaufen. Sind zwar noch 6 Stunden haltbar, aber besser ist das, eine Ration draus zu machen. So, die und die Pilze, ne? Doch nicht? Fehlt da noch irgendwas? Ja, wir brauchen 3 Pilze. Immer noch nicht? Okay, wurde. Nochmal googeln. Rationen. Die Melone habe ich vergessen. 3x Pilz, 2x Ei. Ja, und 3x Pilz, 2x... Ich habe die Melone vergessen. Ah gut, Melone haben wir auch. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Melone, Melone. Und zwar hier. Kiefer? Nö. So. Jetzt aber. Was sein muss, muss sein. So, Melone. Die 3 Pilze. Die Eintopfmischung, die 2 Eier. Jo. Dann hätten wir die erste Ration und die ist nämlich unbegrenzt haltbar, ne? Nicht verderbliche Nahrung, ja. Dos 25, Kohlenhydrate 100, Protein 100, Fett 100, Vitamine 100, Energie 25. Die wollen wir nämlich ansammeln mit der Zeit. Die laufen uns nicht ab. Die wollen wir haben. Aber die müssen wir heute nach und nach machen, ne? Die kommen erstmal hier rein. Das Fleisch kommt denen mit auf dem Tröpfchenständer. Gut, zumindest soweit es passt. Sehr schön. Gut, gut. Storm muss noch reichen, oder? Ja, ja. Speicher ist voll. Sehr schön. So. Den Ormer raus. Kobalt werde ich jetzt nicht reinschmeißen. Die brauchen wir noch. Aber Aluminium können wir schon mal in die Windmühlen stecken. Wunderbar. Doch, fehlen sogar noch 2 Bläubauern, dann hätten wir die auch fertig. Und hier, zumindest soweit geht, hier fehlt ja auch noch Kobalt, aber Kobalt ist hier drin, ne? Ja, da fehlen nur noch 2 Bläubauern. Die kriegen wir auch hin. Gut, gut. Eisen machen wir. Oh, Eisen haben wir auch verbraucht. Hau rein, da restet nur Steine und hier. Ich glaube, das kriegen wir alles in eine Schmiede. Zack, 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 zack. Sehr schön. Jo, dann kann die hier weiter schmelzen. Die andere machen wir erstmal aus. Dann kann das erstmal schmelzen.
Dann kommen wir hier zumindest ein bisschen weiter. Dann hoffen wir mal, dass er auch etwas Öl inzwischen abgearbeitet hat. Aber also bevor der erstmal am Ende, morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüssi!